KinoCast. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sendung vom KinoCast. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Hallo, hallo und auch viele Grüße von mir hier, vom Erik, an alle da draußen und euch natürlich auch. Wir haben ein paar Filme mitgebracht, die wir heute besprechen können. Zum einen den Goldene Palme-Gewinner des vergangenen Jahres, Triangle of Sadness. Mal gucken, ob er die Latte, die schon relativ hoch lag mit dem Film Titan, der ja auch das Jahr davor, das Jahr davor die Goldene Palme gewonnen hat, irgendwie toppen konnte. Wir werden sehen. Besprechen wir dann. Gab es in der Sneak Preview der Innenstadtkinos. Dann habe ich von dem Filmverleiher freundlicherweise einen Screener-Link bekommen von einem Film, den wir auch bei den Neustarts besprechen werden, nämlich der Film November, wo es um die Anschläge am 13. November in Paris geht, die damals quasi mit der Bombe vor dem Stadion begonnen haben und dann mit den Schießereien am Bataclan und so weiter. Ja, hatte mich sehr interessiert, deswegen habe ich mir den mal gegeben auf Französisch mit deutschen Untertiteln in dem Screener. Und ich sehe hier im Heimkino einen Film, der mir gar nichts sagt, was immer überraschend ist, weil ich kenne doch relativ viele Filme und so. Das bin ich gespannt, was ist. Da weiß ich noch gar nichts. Der Film heißt Studio 666. Das könnte entweder ein Porno sein oder irgendwas mit dem Teufel zu tun haben oder vielleicht auch ein teuflischer Porno, wer weiß. Das würde Chris nachher berichten. Wir werden es sehen. Wir werden sehen oder hören, besser gesagt. Dann sprechen wir noch über das Finale von She-Hulk, natürlich dann rechtzeitig mit Spoiler-Tag. Ich habe noch eine Serie, die ich kurz vorstellen werde. Another Monday gibt es bei ZDF Neo. Games gibt es auch noch, dazu später mehr. Und ja, ich würde sagen, wir fangen erstmal an. Muss man noch ganz kurz die Webseite aufrufen von Triangle of Sadness. Also Triangle of Sadness ist ja der neue Film von Ruben Östlund. Und der war schon mal im Oscar-Rennen mit dem Film The Square. Und den hatte ich geschaut gehabt damals und war davon ziemlich angetan. Ihr kennt den wahrscheinlich nicht, oder? Das spielt so im, nee, im Kunstmuseumsmilieu, sag ich mal. Und die haben da eine neue Ausstellung in diesem Museum. Ein Square, ein Viereck. Und in diesem Viereck sollen quasi alle Leute gleich sein. Und das ist auch so ein bisschen so dieser Aufhänger für den ganzen Film, dann zu sagen, ja, oder die Unterschiede in der Gesellschaft dann herauszuarbeiten zwischen dem Museumsleiter, der dann auch mal mit Unterschichten in Kontakt kommt in dem Film, weil er nämlich, weil ihm jemand sein Handy klaut und er weiß aber ungefähr durch die Handyortung, wo das ist und macht dann in diesem ganzen Wohnblock, schreibt er da Zettel und kommt dann halt mit dieser Unterschicht da in Kontakt und dann passieren noch einige andere Sachen. Sehr verwirrendes, krasses Sozialstudie, Drama / Komödie, auch sehr lustig, auf so eine abgefahrene Art und Weise. Und deswegen habe ich mich so ein bisschen auf Triangle of Sadness gefreut, wo ich gesehen habe, dass der kommt. Es kam auch, ich weiß nicht, ob es der Chris noch mitbekommen hat nach der Moderation im Kino, als sich andeutete, welcher Film kommt, als da stand Goldene Palme von Cannes und dann so die ersten Darsteller genannt wurden, gab es Applaus im Kino. Oder? Ah, okay. Hast du es noch mitgekriegt? Also nee, habe ich tatsächlich, es galt wahrscheinlich mir eigentlich. Ja. Ach so, nee, du warst schon weg, glaube ich. Aber bei dir gab es noch mehr Applaus natürlich für die Verlosung und alles. Ja, also, Triangle of Sadness ist genau wieder so von Ruben Östlund eine Sozialstudie, Satire / Komödie. Es wird in, glaube ich, drei Akten erzählt. Mehr oder weniger sind es drei Akte. In dem ersten Akt sehen wir ein junges Influencer-Pärchen, das, was auch meistens auf dem Foto oder bei dem, wenn man sich den Trailer irgendwie klickt, da auf dem ersten Bild ist, die da so richtig sehr, sehr hübsch und durchtrainiert und er arbeitet als Model, sie arbeitet als Model und nebenbei sind sie eben noch Influencer und bei ihm ist aber mittlerweile so, dass er bei den Auftritten oder bei den Castings, die er da macht für Modeljobs, er kriegt nicht mehr so richtig viele Aufträge, weil man sieht es auch in der Anfangsszene des Films, das ist auch im Trailer enthalten, das sind so viele halbnackte Männer, die
ja, wirklich ganz viele gut aussehende, hübsche, junge, durchtrainierte Männer. Und bei ihm wird diagnostiziert, wäre jetzt falsch gesagt, aber die eine von dem Casting sagt zu ihm, er hätte so ein Triangle of Sadness. Und das ist, ich wusste es bis dahin auch nicht, das ist wohl in der Schönheitschirurgie ein bekannter Begriff, nämlich zwischen den Augenbrauen, wenn man so eine senkrechte Stirnfalte hat, quasi, wenn man sich immer mal ärgert oder traurig ist, dann kommt die zum Vorschein. Und dieses Triangle of Sadness lassen sich wohl viele wegmachen mit irgendwie Botox oder sowas. Und bei ihm wird das eben festgestellt, er hat das und kriegt auch nicht mehr viele Jobs und so. Und, aber seine Frau ist noch ganz gut dabei. Und das ist so mehr oder weniger der erste Akt des Films, diese absolut weirde Beziehung, die die beiden haben. Also wirklich ganz komisch. Also sitzen die im Restaurant und er macht ihr Vorwürfe, dass sie nie bezahlt. Und dann will sie bezahlen, geht aber ihre Karte nicht. Und alles irgendwie ganz komisch in einem teuren Restaurant. Und ja, ganz seltsame Beziehung, die da relativ lange dargestellt wird. Aber auf irgendeine Art auch sehr, sehr spannend und irgendwie cool gemacht. Der zweite Akt des Films spielt dann auf einer Luxusjacht. Wirklich wird mehrmals gesagt, irgendwie 250 Millionen teure Luxusjacht, wo wirklich die Reichen und Schönen drauf sind. Und unser Influencer-Pärchen ist da auch drauf, weil die haben von irgendjemandem da die Einladung bekommen und sind dort gelandet. Aber dort sind halt richtig so, ist so altes Geld auf der Yacht, sag ich mal so. Also da sind wirklich irgendwelche stinkreichen Russen, die irgendwie da ihr Geld, wirklich viel Geld haben, und die beiden haben ja nur die Einladung bekommen als Influencer auf die Yacht, die haben ja gar nicht so viel Geld. Und ja, dann noch ein paar andere, also übrigens auch eine deutsche Schauspielerin, nämlich Iris Berben, auch mal wieder zu sehen in der Rolle, fand ich sehr schön. Und sie hat auch, also die Leute dort sind alle total weird, also Iris Berben sitzt zum Beispiel im Rollstuhl, weil sie hat einen Schlaganfall, und sie sagt immer nur einen Satz, irgendwie in die Wolken ist das Einzige, was sie sagen kann auf alles, also ähnlich wie Groot, ja, irgendwie nur I'm Groot, sie sagt immer in die Wolken. Und alles total verrückt, der Kapitän dieses Schiffs ist Woody Harrelson, den sieht man erstmal ewig nicht, weil der in seiner Kabine immer hockt, total besoffen und so. Die Angestellten, die werden von so einer ganz, es wird so ein ganz straffes Regiment geführt von so einer Frau, die alle im Griff behält, dass die wirklich alle irgendwie den reichen Leuten in den Arsch kriechen sollen, alles erfüllen sollen, was die machen. Und da gibt es dann auch so ein paar Situationen, wo dann so ein paar Reiche irgendwas machen oder irgendwas fordern, was die Angestellten machen sollen. Und das wird dann auch mehr oder weniger widerspruchslos auch gemacht, obwohl es völlig absurd ist. Und ja, irgendwann kommt das Schiff mal in raue See. Und das ist aber noch nicht das eine, sondern da gibt es dann so ein Captain's Dinner, da ist die raue See. Und dann wird das Schiff von Piraten überfallen und es wird ein Sprengsatz gezündet, der dazu führt, dass das Schiff untergeht. Und dann sind auch so Szenen, wo sich dann auch schon so offenbart, dass mit diesen reichen Leuten, dass die alle durchaus auch nicht mehr alle Latten am Zaun haben, also wenn es dann drum geht hier mit Rettungswesten und sonst was alles. Und dann ist ein Cut und dann befinden wir uns im dritten Akt des Films, der spielt dann auf einer Insel, vergleichbar mit Lost, also wir sehen dann irgendwelche Leute angeschwemmt. Und hier kehrt sich dann auch dieses vorher auf der Yacht zum Beispiel beobachtete, dieser Mikrokosmos, wo die Hierarchien deutlich klar sind, wo es da, was weiß ich, die Reichen gibt, für die alles getan wird. Dann gibt es eben diese Bediensteten, die alles für die Reichen tun, bis runter zu irgendwelchen Leuten im Maschinenraum, die wirklich nur der Dreck unterm Fingernagel sind und die Leute, die da sauber machen. Und auf der Insel kehrt sich das aber dann um, weil die Reichen nämlich überhaupt nichts zustande kriegen und die aus den unteren Gesellschaftsschichten dann eben auch in der Lage sind, zum Beispiel Essen zu beschaffen oder irgendwas, und die nutzen dann ihre Macht dann auch ein bisschen aus, ihre neu gefundene Macht, und man sieht dann auch, wie die Macht die Leute korrumpiert. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Ich will auch nicht zu viel verraten. Der Film ist unglaublich lustig. Das glaubt man natürlich nicht, wenn ich jetzt die Geschichte erzähle, aber der lebt von so einer Absurdität, die dargestellt wird, dass man manchmal bleibt einem so das Lachen ein bisschen stecken, wo man denkt, oh, das war jetzt ein bisschen drüber, aber manchmal lacht man sich einfach so halb kaputt. Das sind so wirklich ganz, ganz gut geschriebene, gut pointierte
skurrile Situationen drin. Das ist einfach herrlich, wunderbar. Es überleben natürlich nicht alle, oder es kommen natürlich nicht alle von dem Boot jetzt auf die Insel. Das muss man auch dazu sagen. Also es sind dann auch, es hat sich dann schon deutlich ausgesiebt, dann, wer dann auf der Insel ist. Und es war, der Film geht sehr lange. Der hat, glaube ich, 2 Stunden noch was, wenn ich mich recht erinnere. Aber der fühlt sich überhaupt nicht so lange an. Er hat 2:30 sehe ich sogar. Oh, fast 3 Stunden, 2,5 Stunden. Aber der fühlt sich überhaupt nicht so an, weil der einfach so krass ist und da passiert ständig was und da ist irgendwie gefühlt alles drin. Was man vielleicht noch erwähnen kann, die weibliche Hauptdarstellerin, die Schauspielerin heißt Charlby Dean, die ist leider mittlerweile verstorben im August diesen Jahres. Das hatte ich sogar mitbekommen. Ich wusste auch gar nicht, dass die hier in dem Film mitspielt, weil den Film hatte ich irgendwie noch nicht so ganz auf dem Schirm gehabt. Ja, die hatte wohl mit Corona ein paar Komplikationen gehabt und ist daran verstorben, obwohl sie gerade mal 32 war, ne? Krass, aber krass. Ganz toll gespielt hier, auch ihr Influencer-Typ, also in dem Alter, also das ist ja jetzt noch kein, ich sag mal, so eine schauspielerische Klasse hätte ich eher erwartet von älteren Darstellern, dass die wirklich so diese Nuancen so rausarbeiten können und gerade in so einem ganz schwierigen, satirischen, gesellschaftskritischen Umfeld, wie die beiden Jungstars hier performt haben, das war der Wahnsinn. Also ich glaube, bin mir ziemlich sicher, der Film wird auch für den Auslands-Oscar nominiert werden, schätze ich mal. Oder vielleicht sogar auch im normalen Oscar-Rennen mit drin sein. Und es war richtig toll, den gesehen zu haben. Aber er wird natürlich polarisieren, glaube ich, wie alle Ruben Östlund-Filme. Hat von euch jemand gerade die Gruppe offen? Achso, ich kann kurz sagen, ich gebe 9 Punkte. Ich habe sie offen, ja. Oh, ich bin da der Einzige. Nee, einer hat 10. Technisch, es haben gar nicht viele abgestimmt. Aha. Also es gibt, ich glaube, weiß ich, wie sind es 2 oder so, die haben nur 2 Punkte abgegeben. Dann hat jemand 3 Punkte gegeben, 5 und 9. Okay. Also sehr durchwachsen. Muss ich aber sagen, da haben einige wahrscheinlich nicht abgestimmt, die im Saal waren, weil es gab am Schluss Applaus und so. Ich glaube, da sollten mal ein paar mehr wieder abstimmen. Vielleicht sollte man mal rumfragen, ob überhaupt noch Facebook so das Mittel der Wahl ist für solche Umfragen oder dass wir das vielleicht auf irgendeine andere Plattform verlegen in Zukunft, wo die... Welche denn? Ich weiß nicht, man kann ja auf Insta irgendwelche Votes machen oder irgendwo anders halt. Oder ja, mal schauen. Oder halt als Google-Umfrage, die man dann irgendwo postet. Ja, ich weiß nicht, aber gut, das funktioniert natürlich jetzt am einfachsten hier auf Facebook. Oh, die müssten einfach mal wieder mehr abstimmen. Also, ich gebe auf jeden Fall 9 von 10 Punkten. Möchte auch nochmal The Square empfehlen, vom selben Regisseur. Und, ach ja, jetzt sehe ich gerade bei The Square hier diese eine Szene. Da hatten die so ein Gala-Dinner, ne? Und da hatten die so einen Typen engagiert, der wie so eine Art Gorilla gespielt hat, so ein menschlicher Gorilla. Und der ist dann irgendwie völlig amok gelaufen, ne? Hat dann irgendwie die Leute... Krass, ja, das war The Square. Aber Triangle of Sadness, wie gesagt, Empfehlung. Und wie sieht's denn aus mit der morgigen Sneak Preview? Was könnte denn da kommen? Wie ist da der Tipp? Also der Tipp für morgen, das ist dann der 17.10., lautet große Gefühle. Oh. Und du, Erik, hast Bros getippt oder Bros, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Bros ist ein Gay Romance. Ah, okay, ja. Das ist leider der einzige Tipp. Okay. Also bei diesem Schlagwort große Gefühle hatte ich auch in unserer WhatsApp-Gruppe gepostet, ist mir das von Bang Boom Bang eingefallen hier. 90 Minuten, große Gefühle, alles Hardcore, nur ich. Naja, mal sehen, vielleicht tippt ja noch jemand bis morgen, dass der Chris noch ein bisschen mehr auf dem Zettel hat. Sonst kann ja, vielleicht noch. Stolpern wir jetzt gleich bei den... das könnte sein, ja. Bei den Kinocharts und Neustarts noch über das eine oder andere. Ja, aber vorerst muss erst nochmal der andere Kinofilm kommen. Das wäre jetzt gut gewesen, wenn es gleich gekommen wäre hier. Aber ich muss noch über November sprechen, weil der ist ja quasi auch im Kino. Das war ja nur schon ein Sneak Peek. Ja? Okay. Also November, der Film startet am 20.10. Also den werden wir nachher gleich kommen die Neustarts. Da werden wir den mit drin haben. Die Hauptrolle spielt Jean Dujardin. Den könntet ihr auch kennen. Den hatten wir bei einigen französischen Filmen in der Sneak Preview. Der hat bei The Artist
in dem Oscar-Gewinner damals mitgespielt, hier in diesem Schwarz-Weiß-Stummfilm mit dem Hund hier. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Und ich glaube, da hat er sogar, hat nicht sogar einen Oscar gewonnen? Glaube. Weiß nicht mehr. Okay, vielleicht ganz kurz für die, die es nicht mehr ganz so präsent haben. Es gab am 13. November 2015 in Paris mehrere Terroranschläge, die aber zusammengehört haben. Der Daesh hat eben eine gemeinsame Aktion gestartet. Es sollten verschiedene Leute in ein Freundschaftsspiel Deutschland-Frankreich im Stade de France eindringen und ihre Bombengürtel zünden mitten in der Menge. Es hat nicht ganz geklappt. Die haben es halt vor der Tür gemacht, hat aber trotzdem sehr viele Leute mitgerissen. Und ich habe mir auch die Stelle mal angeschaut. Da hängt auch eine Gedenktafel und das ist wirklich ganz furchtbar. Also Chris, das wäre so wie ungefähr, wenn der Eingang Cannstatter der Kurve, weißt du, da, wo wirklich da die Leute stehen, so dort an der Stelle ungefähr, ne? Also wirklich da, wo viele Leute warten. Und ganz schlimm. Ja, und es gab noch mehrere koordinierte Angriffe. Es sind Personen mit Autos durch die Stadt gefahren, Bewaffnete, welche sind ins Bataclan eingedrungen. Das ist eine Konzertlocation in Paris, eine sehr bekannte, wo immer viele auch Indie-Bands richtig, richtig gute Konzerte spielen, haben dort um sich geschossen wie wild, sind etliche Leute gestorben, haben die restlichen als Geiseln genommen und die Situation wurde dann auch gelöst, aber es wurden da sehr, sehr viele Personen verletzt oder getötet und zusätzlich sind noch welche einfach durch die Stadt gefahren und haben dann eine Spur der Verwüstung hinterlassen, haben einfach in den offenen Straßencafés, die es in Paris sehr viel gibt, mit Maschinengewehren einfach so vorne die Leute weggemäht und ganz schlimm. Es gibt eine sehr gute dreiteilige Doku auf Netflix, die habe ich auch schon geschaut gehabt. Die heißt auch irgendwie 13. November, Terror in Paris oder so. Und das habe ich total einen Kloß im Hals, weil das sind so viele Sachen, die ich wiedererkenne und ja, wenn man da selber schon war und sieht dann, was da los war. Naja, jedenfalls jetzt zu dem Film. Der Film hatte mich dahingehend interessiert, wie das jetzt filmisch aufgearbeitet wird. Ich hatte ja letztens schon so einen Film gesehen mit so einem quasi französischen Trauma, nämlich wo Notre Dame gebrannt hat, Notre Dame in Flammen. Und hier jetzt eben dieser Terroranschlag. Hier ist es aber so, dass dieser eigentliche Terroranschlag wird hier überhaupt nicht gezeigt, sondern wir sehen in dem Moment wieder im Polizeirevier die Notrufe eingehen und wie dann die Polizeieinheiten beginnen, das Ganze zu koordinieren, zum einen die Situation unter Kontrolle zu bringen und dann natürlich speziell in den Tagen danach oder währenddessen noch rauszufinden, wer steckt dahinter und die Hintermänner zu fassen. Und darum geht es eben in diesem Film November, quasi, wenn man so will, True Crime. Und soll sich wohl sehr nah an den tatsächlichen Begebenheiten orientieren. Ist aber natürlich filmisch trotzdem ja überspitzt. Und es waren einige Sachen drin, die ich so nicht wusste, weil gerade in den Tagen danach war ich einfach total fertig, was da passiert war damals. Und habe mich gar nicht so viel mit der Suche nach irgendwelchen Hintermännern da beschäftigt und da irgendwas noch gelesen oder sowas. Deswegen, das war dahingehend wirklich interessant zu sehen, wie die das machen, was die alles für Kreise gezogen haben, wie viele Länder die da mit einbezogen haben in die Ermittlungen, welche Behörden da aktiv waren, was die alles getan haben. Das ist total absolut Wahnsinn. Also während das Land in tiefer Trauer versunken war, während es da Demonstrationen gab hier mit dass alle hier, wie war der Hashtag irgendwie, irgendwas mit Paris oder so. Und hier die Ermittlungsarbeiten dann quasi, die Leute waren ja selber teilweise auch betroffen, ja, die hatten teilweise auch irgendwie Verwandte, Bekannte, die da vielleicht irgendwie betroffen waren und mussten trotzdem die Ermittlungen durchziehen und ein sehr, sehr eindringlicher Film, der aber zum Glück das nicht reißerisch auswalzt, die Situation, die es damals gab. Da hatte ich ein bisschen Befürchtung gehabt, dass die vielleicht ja, das so ein bisschen als Vehikel nutzen, um da ein bisschen Action reinzubringen, sage ich jetzt mal ganz profan, sondern es geht hier wirklich um die Ermittlungsarbeit und wie sie dann drauf gekommen sind und dahingehend ist der sehr, sehr sehenswert, der Film. Ich fand ihn richtig gut, gut gespielt auch, Jean Dujardin, immer wieder sehenswert und deswegen kriegt er von mir 8 Punkte für den Film November, der am 20.10. in den deutschen Kinos startet. Vielen, vielen Dank nochmal an die Firma hier,
die mir den Screener-Link geschickt hat. Und jetzt können wir doch mal gucken, da wird er ja mit dabei sein bei den Kinocharts und Neustarts. Die kommen nämlich jetzt. Kinocharts und Neustarts. Was haben wir denn in den Charts hier? Schönes. Platz 5, der Passfälscher. Auf Platz Nummer 4, Ticket ins Paradies. Platz Nummer 3, meine Chaosfee und ich. Platz Nummer 2 ist die Schule der magischen Tiere 2. Ah, und Platz 1, Smile, siehst du es auch? Übrigens, habe ich jetzt gelesen von dem Verband der Filmverleiher, die haben das geschrieben gehabt, dass der Film hat wieder so ein kurioses Kinobesucherverhalten. Normalerweise ist ja so, du hast, wenn ein Film neu rauskommt, gehen viele Leute rein und dann ebbt das nach und nach ab, ne? Und hier bei Smile ist es so, dass wohl, oder dass jetzt immer so wellenmäßig immer mehr Besucher werden bei dem Film, weil die Mundpropaganda so gut funktioniert. Weil viele sagen, die drin waren, die sagen, oh, der Film ist gut, den kannst du gucken. Und deswegen, ja, sieht man ja jetzt auch Innenstadtkinos Platz 1, ne? Krass. Ja. Ich fand ihn ja auch, also wer Horrorfans geht da rein, ne? Also ich kann ihn auch wärmstens nur empfehlen. Da, also dann, aber geht vorher auf Toilette, nicht, dass da ein Tröpfchen in die Hose geht vor Schreck oder so. Okay, was haben wir bei den Neustarts? Der Nachname, nachdem wir ja der Vorname hatten, kommt jetzt der Nachname. Okay, worum wird es da gehen? Sag jetzt nicht um Nachnamen, die Nachnamen kann man sich nicht aussuchen, oder? Oh Gott, ich weiß gar nicht, ich glaube, weil er von unter gewissen ihrem Umständen Namen kannst du dir dann. Ach so. Ja. Ah, okay. Ich würde gerade sagen, unter gewissen Umständen kannst du dir deinen Nachnamen schon aussuchen. Ich hatte mal vor längerer Zeit, weiß gar nicht mehr, wann das war, da hatte ich irgendwie beruflich so ein Formular und da musste jemand was ausfüllen und die hatte einen Künstlernamen. Da war jetzt, also ich erfinde jetzt einen Namen, war Ulrike Meyer genannt und dann stand da irgendwie, wie sie genannt werden will. Das habe ich auch noch nie gesehen. Das stand auf dem Ausweis, auf dem Personalausweis. Krass. Ja. Okay. Dann startet noch Sevmedim Deme, ein Drama. Ich würde mal sagen, ein türkisches Drama. Weiß nicht genau, wie ich drauf komme, aber habe dazu keine Infos. Ich weiß nicht, ob du Infos. Klingt ein bisschen türkisch, ja. Wir können mal hier gucken. 13. Nee, wo sind wir? 20. Oktober. Startet der überhaupt? Sevmedim steht gar nicht hier drin, ne? Ja. Vielleicht startet auch nicht. Auf jeden Fall startet der Musikfilm Lyle, mein Freund, das Krokodil. Ein Kinderfilm über ein singendes, freundliches Krokodil, gesprochen und gesungen von Shawn Mendes. Aber singt er das da noch auf Deutsch? Ja. Oh, wahrscheinlich. Shawn Mendes kann das. Nee. Black Adam startet. Und zwar die Superheldenverfilmung mit Dwayne Johnson, der Black Adam spielt, den Anti-Helden Black Adam. Der Trailer sah sehr cool aus, auch wenn auch vieles sehr geklaut wirkt von Marvel-Produktionen, aber es ist eine DC-Verfilmung. Sind wir mal gespannt. Hm. Black Emmanuel. Die Mucklas und wie sie zu Patterson und Findus kamen, läuft noch an. Ein Kinderfilm. Ja, über die mit den beliebten Figuren Patterson und Findus, ja. Wird bestimmt im Kinochart gut einschlagen, also schätze ich auch. Dann startet noch die Legende vom Tigernest. Ein Familienabenteuer bei einem Jungen, der in den Himalaya-Gebirgen einen Tiger vor Wilderern rettet. Okay. Girl Gang ist ein Dokumentarfilm. Ja, November habe ich gerade lang und breit berichtet davon. Ein Biopic über die Terroranschläge von Paris 2015 und die fünftägige Arbeit der Polizei, um die Schuldigen dingfest zu machen. Ja. Dann startet noch Ach du Scheiße. Da hatte ich mal ein bisschen auf die Sneak gehofft bei dem Film. Ja, weil der noch ist er nicht rum, wer weiß, was da noch passiert. Das sah ganz gut aus. Ja. Ah nee, das passt nicht auf große Gefühle oder so. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht mehr. Frank traut seinen Augen kaum, als er aus der Ohnmacht aufwacht. Blutverschmiert und eingequetscht in einem Baustellenklo gibt es daraus kein Entkommen. Sie ist verschlossen. Wie ist der Architekt hierher gekommen? Ja, hätte ich auf eine Sneak gehofft. Ich glaube, der wäre gut gegangen in der Sneak. Dann noch ein Film, den hat man schon mal in der Sneak Preview besprochen, der Chris. Was dein Herz dir sagt. Adieu, ihr Idioten. Adieu, Le Con.
Da habe ich auch einen Screener bekommen, den habe ich auch nicht geschafft zu schauen. Das werde ich noch machen. November ging erstmal vor, weil den anderen hatten wir ja schon besprochen. Genau, dann haben wir Doku, dann haben wir Aslan Hürkus Görevimit Gökbey. Ein Animations- und Zeichentricksfilm. Ich würde mal sagen, auch aus der Türkei, und es wirkt, als ob da irgendwelche von Disney's Planes mitspielen. Es sieht so aus. Könnte sein. Dokumentarfilm, Musikfilm, Musikfilm. Hier ist noch einer. Hizli Ayaklar. Auch ein Kinder- und Familienfilm. Sehr viel türkische Filme, die da jetzt bei uns aufschlagen. Ah, hier haben wir sogar eine Beschreibung dafür. Ali, der in seiner Sportkarriere erfolgreich voranschreitet, erleidet eine Verletzung, während er ein Spitzenkandidat in seinem Sport ist. Er ist nun gezwungen, mit dem Sport aufzuhören und beginnt stattdessen in einem Sportgeschäft zu arbeiten. Alis Leben nimmt eine völlige Wendung, als eines Tages sein ehemaliger Lehrer Akif in den Laden kommt. Akif erzählt ihm von einer Person, die am Schwarzen Meer lebt und die einzige Person ist, die ihm helfen kann, wieder Sport zu treiben. Aha, Ali beginnt wieder mit dem Sport und entdeckt sein Potenzial. Begibt sich auf eine abenteuerliche Reise von Istanbul zum Schwarzen Meer, um Justin Carter, den Lieblingsspieler der Zeit, herauszufordern. Aha. Ah ja. Nee, Eier klar, nicht Eier. Eier klar. Ach du okay, Scheiße. Okay, dann sind wir ja soweit durch hier mit den Filmstarts der Woche. Und jetzt bin ich mal gespannt, was es hier mit dem teuflischen Studio auf sich hat. Hier. Heimkino. Ich bin ein wenig überrascht, dass Studio 666 oder Studio 666 oder Studio 666, wie man es nennen möchte, dem Erik nicht sagt, weil Studio 666 lief im Februar in den Kinos in diesem Jahres und wurde auch ab und zu für die Sneak getippt. Es ist ein Horrorfilm, und zwar in der Hauptrolle die Foo Fighters. Ach, jetzt weiß ich, welches ist. Okay. Warte, bloß den Titel nicht mehr. Ja, jetzt weiß ich. Okay. Genau, die Foo Fighters sollen ihr 10. Album herausbringen, beschließen deswegen in ein ganz verwegenes Haus zu gehen, wo die Inspiration groß ist. Und dort wohnt eben mehr oder weniger ein Dämon, der dann von dem ganzen, Oberhand gewinnt quasi über Frontman Dave Grohl. Und es beginnt eine, ja, ich will jetzt nicht sagen Metzelei des guten Geschmacks, sondern es beginnt ein durchaus kurzweiliger Retro-Horror-Splatter-Komödienfilm, der einfach zum Teil fürchterlich schlecht geschauspielert ist, weil die Foo Fighters Musiker sind und keine Schauspieler. Und halt auf sehr viele so typische Horrorelemente setzt, wobei er auch immer wieder neue Sachen reinbringt. Regie hat geführt BJ McDonald und ja, man merkt so ein wenig eigentlich, dass es mehr so ein Jux-Projekt am Anfang wohl war, das irgendwie dann ausgeartet ist zu einer größeren Nummer. Und wie gesagt, die Story habe ich glaube ich schon auf dem Biertelchen gerade erzählt. Mit natürlich der großen Frage, ob die Foo Fighters das Album dort trotz aller Widerstände und trotz aller Eingebungen zu Ende spielen können oder einspielen können. Ob sie es alle überleben oder nicht. Ja, wer weiß. Also, es ist ja relativ witzig gemacht. Es ist halt so ist schön übertrieben, teilweise dargestellt. Er hat teilweise sehr heftige Splatter-Szenen, wo man so gar nicht zutraut. Also es fängt schon relativ heftig an, kann man schon zu Beginn sagen. Wenn da noch bevor der Filmname kommt, schleppt sich eine jüngere Dame in den 80er oder 90er, ich glaube 80er Jahren ist es, schleppt sie sich über den Boden, man sieht den offenen Bruch hinten raus und dann so, boah. Ah, nein, warum machst du das? Wir haben doch alles das gemacht, was du wolltest. Und dann wird sie nach hinten gezogen und dann holt er einen Hammer raus, so einen ganz normalen Hammer, wie man ihn halt zu Hause hat. Und zack, vorne auf die Stirn vorne und du siehst halt wirklich dann den Einschlag vom Hammer vorne. Das ist schon ein bisschen heftig. Also es ist jetzt nichts mehr für zart besidete Seelchen. BJ McDonald, muss man vielleicht dazu sagen,
war zuständig für Hatched 3 und wenn man Hatched 1 und 2 kennt, dann weiß man schon, ach du Gottes Himmels Willen, mit viel Story ist es nicht, aber viel Kunstblut, also und so ist es halt hier auch, es ist mehr Kunstblut als Talent im Film, also schauspielerisches Talent. Und ja, es ist, denke ich, für Fans der Foo Fighters ist es ganz cool. Was ich sehr lustig fand, war wirklich die Phase, als Dave Grohl noch versucht hat, sich Inspiration zu holen, als er noch hier überlegt hat, okay, ich muss jetzt Songs schreiben und wie kriege ich das jetzt hier rein und was muss ich machen? Und dann spielt er von, hockt er am Klavier zum Mini-Klavier und spielt Hello, is it me you're looking for? Und in dem Moment steht Lionel Richie neben ihm und sagt, das ist mein Song. Und ich mag diesen Song. Den nimmst du mir nicht weg. Also der wirkliche Lionel Richie. Das ist sehr, sehr witzig dann. Und solche Sachen gibt es da halt dann auch. Und deswegen, das Schöne ist, der Film nimmt sich zum Glück nicht wirklich selber ernst, was gut ist. Sonst würde das komplett hinten runterkippen. Aber am Ende ist es halt ja eher schwierig, weil man die Defizite der Schauspieler oder der Band dann im schauspielerischen Talent einfach merkt. Ist egal. Witziges Projekt, dass man... Ich hab's dir abgekauft, so. Wo kann ich das gucken? Wo gibt's das? Auf Sky gibt's den gerade. Auf Sky, okay, also, das hab ich doch. Hey, sehr gut, okay. Ja, das kann man auf Sky jetzt gerade auf Abruf gucken. Und passend zu den zu Studio 666 gebe ich ihm 6 Punkte. Ah, okay. Ja, klingt gut. Ich mag so ein bisschen leicht trashige Sachen. Ja, dann wirst du damit komplett im Glück sein. Das damit komme ich hin. Alles klar. Gucke ich, schaue ich. Und jetzt, glaube ich, Serien, ne? Sind wir schon bei den Serien? Ja. Serien. Okay, oh, meine steht als erstes drin. Na dann, Another Monday hatten wir als Hausaufgabe gehabt, bei Fortsetzung folgt, hatten wir auch besprochen gehabt. Ich wollte es hier nochmal kurz erwähnen, vielleicht gibt es ja auch einige Leute, denen sowas in der Richtung gefällt. Es gibt ja, also mir gefallen ja persönlich sehr viele so Zeitschleifenfilme à la und täglich grüßt das Murmeltier, Edge of Tomorrow, Happy Death Day und wie sie alle heißen. Das ist ja so, gefällt mir sehr gut, ist so mein Ding. Ne? Ich mag auch gerade so die Anarchie, die dann drin steckt. Wenn die Personen dann feststellen, so, hey, ich bin in der Zeitschleife, ich kann nicht alles machen, was ich will und so. Das mag ich ganz gerne. Und jetzt gibt es hier eine Serie auf ZDF Neo. Eine Serie, eine deutsche Serie. Und ZDF Neo, die produzieren ja immer mal so ein bisschen was außer der Reihe. Und ja, Another Monday, wie der Name schon sagt, immer wieder Montag, ist eben hier auch so eine Zeitschleifen- Thematik, aber halt als Serie und hier ist immer so, nachts um 2.13 Uhr findet der Reset statt sozusagen und die Protagonistin, die Hauptprotagonistin, der fällt das halt irgendwann mal auf, hier ist es nicht dieses I Got You Babe von Cher, was immer bei täglich grüßtes Murmeltier kommt, sondern ist irgendwie ein anderer Song und ist der Radiomoderator, der stellt immer dieser lustige Radiomoderator, Morgenmoderator, der stellt immer dieselbe blöde Frage und ja, irgendwie kommt ihr das dann irgendwann mal komisch vor und irgendwie alle anderen kriegen es aber nicht mit und sie stellt aber fest, dass es da offensichtlich noch jemanden gibt, der das immer wieder miterlebt, denselben Tag und mit dem connecten sie sich dann mal und Problem ist halt nur, immer wenn sie versuchen irgendwie rauszufinden, wie sie da den Kreis durchbrechen können, dass da eventuell sich was ändert, ist natürlich dann auch schon wieder irgendwie ein Reset, also sehr viele Möglichkeiten haben sie nicht in der Zeit und ich fand das ganz interessant und spannend gemacht. Also hätte ich gar nicht gedacht, dass hier in Deutschland sowas produziert wird, sowas bisschen, ja, Science-Fiction-Mystery nenne ich es jetzt mal und wo auch teilweise ziemlich heftige Szenen drin sind. Deswegen, also ZDF Mediathek ist da der Anlaufpunkt eurer Wahl für Another Monday. Kann man da einfach gucken, kostenlos. Braucht nicht immer wie bei... Ja, nicht ganz, muss ja GEZ irgendwann bezahlen, aber trotzdem, die Mediathek ist ja frei verfügbar. Das heißt, kann eigentlich jeder sofort gucken, ohne dass er sich irgendwie ein Abo klicken muss oder sowas. Ne? Also Another Monday, falls ich euch da Lust gemacht habe. Die Schauspieler waren mir allesamt nicht bekannt, also richtig frische Gesichter. Und die werden wir bestimmt in einigen Rollen nochmal wiedersehen. So, Kate, das She-Hulk-Finale, auf geht's.
Ja, wann, ich überlege gerade, wann wir das letzte Mal über She-Hulk gesprochen haben. She-Hulk ist ja ein bisschen besonders von der Art und Weise. Ist ja auch eine Anwalts-Comedy-Serie, die nur so ein bisschen mit Superhelden zu tun hat. Und in dem Finale passiert jetzt auch einiges, womit man nicht rechnet. Deswegen brauchen wir da auf jeden Fall einen Spoiler-Talk. Aber erstmal grundsätzlich war das ein sehr, finde ich, sehr lustiges Finale, ein sehr würdiges Finale für diese durchaus andere Marvel-Serie, um es mal so zu sagen. Hat mir persönlich gut gefallen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Warum und wieso müssen wir im Spoiler-Talk besprechen. Ach, das war's schon. Okay. Ja, was soll ich sonst erzählen? Dann gehen wir jetzt mal in Wir brauchen den Spoiler-Talk, definitiv. Und zwar relativ früh. Achtung, Spoilerwarnung. Okay. Das war doch das mit Kevin, ne? Das ist jetzt die letzte Episode gewesen, oder? Genau. Ah, okay. Dann habe ich die ja gesehen. Ich habe euch ja noch gefragt hier. Oder habe es euch noch geschrieben, so dass ich das so geil fand. Genau, mit Kevin. Genau, hast Also du. im Endeffekt ist es so, dass sie wurde ja ihr wurde ja blutheimlich abgenommen und das kommt jetzt quasi wieder aufs Tableau, diese Geschichte. Und sie wird öffentlich durch die sozialen Medien und so gebrandmarkt. Man wird ihr persönlichstes online gestellt und sie wird quasi in Misskredit gezogen. Und dadurch rastet sie ein bisschen aus, was sie eben als durchgeknallten Hulk dastehen lässt, weshalb sie erstmal ihren Job verliert in dieser Folge und ins Gefängnis kommt, wo vorher ja auch ihr Klient Boris drin saß und dann auch so eine Fußfessel tragen muss, dass sie sich nicht verwandeln kann oder darf. Woraufhin sie sagt, sie muss jetzt rausfinden, wer das ist. Wer denunziert sie so im Internet? Und zusammen mit ihrer Anwaltsgehilfin und einem Kollegen versucht sie dann halt auf privaten Ebene rauszufinden, was da los ist und zu recherchieren. Und nimmt sich aber auch aus dem ganzen Fokus ein bisschen raus, indem sie auf Boris seine was ist das, Ranch flüchtet, um dort einfach mal ein bisschen für sich zu sein. Und genau an diesem Punkt sind wir dann, wo es richtig abgefahren wird, denn plötzlich kommen alle Handlungsstränge der ganzen Serie, die aufgemacht wurden, in einem furiosen Finale, zumindest vermeintlichen Finale, zusammen, denn, naja, sie findet das Finale scheiße. Ihr gefällt es nicht. Und deswegen geht sie aus ihrer Serie raus und will mit Kevin sprechen, mit Kevin Feige, um zu sagen, das geht doch besser. Und allein das war unfassbar lustig. Und mal sowas ganz komplett anderes, als wir bisher hatten in allen Serien. Weil sie interagiert ja auch während der Serie schon immer mit dem Publikum und spricht in die Kamera und so. Und das war jetzt quasi einfach nochmal die Kirsche auf der Torte obendrauf, zu sagen, okay, ich mache jetzt hier einen Cut, ich will das fürs Ende doof, ich muss jetzt mit den Verantwortlichen reden und hüpfe aus meiner Serie raus. Und das, ich fand es einfach nur urkomisch. Ich fand es richtig gut. Und wer dann später Kevin ist, ist halt auch nochmal urkomisch. Also ich fand's super, dieses Finale. Wie geht's euch? Ja, super, super lustig. Also nicht nur die Kevin-Szene, auch das vorher auf der Ranch, was du gerade so ein bisschen unter den Tisch gekehrt hast, dass na diese Selbsthilfegruppe irgendwie so total, einer, der sieht sich als Vampir und irgendwie der eine, der hat irgendwie die ganze Zeit da dieses Stachelkostüm an und ach, was da für skurrile Charaktere war. Und Tim Roth, oh, der spielt das so gut, ey, der spielt das so gut. Diesen Mediator da, diesen Gesprächsleiter und ah, der hat da irgendwie so ein Buch geschrieben, ne? Und ach, herrlich, ey, so genial. Ja, ich fand es dahingehend einfach witzig, also dass das so wirklich diese vierte Ebene nochmal so richtig durchbrochen wird. Also so richtig mit Schmackes und richtig und ja, mit einfach auch, wie jetzt? Ihr geht echt, ihr beendet das? Glaubt ihr ernsthaft? Das oder einfach die Apps sich schon oder Dings, da, man rausgeht. Ja, es ist einfach, ich fand es sehr, sehr lustig gemacht, sehr witzig anzuschauen. Auch dieses dann mit Kevin, mit was weiß ich was, so, ja,
Ja, bis zum Film dann. Echt? Nein. fand ich sehr schön, auch dann den Einfluss und das Reinbringen nochmal von Daredevil. Ja, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Was einfach auch super witzig im Endeffekt war und auch einfach eine unfassbar große Brücke wieder schlägt, weil wir erinnern uns zurück an den letzten Spider-Man-Film, wo Daredevil ja auch da sitzt und Peter Parker verteidigt. Das heißt, es gibt da auf jeden Fall ganz, ganz vieles, was zusammenkommt. Und es ist. Die haben brutal viel richtig gemacht in der Serie. Die haben eine locker leichte Serie produziert, die sehr viel Spaß macht, die kurzweilig ist, die auch mal nicht so ernst ist, trotzdem ein bisschen die Superhelden-Elemente drin hat und sich halt am Ende selber auf die Schippe nimmt. Also das kann immer nicht anders sagen. Also dieses. Und das ist was ich so Firmen oder dann auch den Creatoren echt extrem hoch anrechne, wenn man wirklich dann auch in der Lage ist, trotz dem ganzen Erfolg, den man hat und trotz der Welle, auf der man schwimmt oder trotz den Millionen, die man schon gemacht hat, trotzdem noch so einen Rotz dazu machen. Entschuldigung, wenn ich das so bezeichne, aber es ist halt einfach witzig. Da Chapeau, wenn sie das auch wirklich so konsequent dann durchgezogen für sich haben und das als auch Kniff dann drin haben, dann perfekt. Also, wie gesagt, mir hat es viel Spaß gemacht, die Serie, mehr als ich gedacht habe. Und ich freue mich drauf, She-Hulk wiederzusehen. War so eine schöne, leichte, abwechslungsreiche, lustige Serie, fand ich. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. War nicht so schwer wie manche anderen. War mal eine willkommene Abwechslung in diesem Universum da. Das war sehr schön. Ich hatte erst ein bisschen Bedenken, dachte ich, She-Hulk, okay. Aber dann, dadurch, dass es auch so mit diesen Anwaltsding und dass sie da auch so die kuriosen Fälle gehabt hat und so, das fand ich schon sehr schön. Bin gespannt, was da noch so kommt, ob das noch irgendwelche Nachwirkungen hat auf irgendwelche Filme und ob man sie da irgendwo doch mal sehen, entgegen dem, was Kevin gesagt hat. Wir werden sehen, was uns da noch so erwartet. Apropos, was ist, wenn wir hier einmal im Spoiler-Talk sind, was ist bei euch der Stand bei Andor? Uns fehlt die letzte Folge. Verdammt. So gut, die letzte Folge. Wir haben es heute noch so nicht geschafft. Herr der Ringe, letzte Folge? Bin ich komplett raus, habe ich nicht eine Sekunde von gesehen. Ich habe die zweite Folge nicht mal zu Ende geguckt. Ach, okay. Also ich habe jetzt gerade vorhin... Wie ist bei dir mit House of the Dragon? Bin ich auf dem aktuellen Stand, ja. Ja, harte Folge. Ja, krass. Also, ja, dann kurz, warte mal, dann haue ich das mal ganz kurz rein, wenn dir da keine nennenswerten, dann ich es vergesse dann, Herr der Ringe. Weil wir ja am Spoiler-Talk einmal drin sind. Herr der Ringe habe ich jetzt gerade fertig durchgeschaut. Das ist, glaube ich, die letzte Folge gewesen, die ich jetzt gesehen habe. Just vor Beginn der Aufnahme. Die letzte Folge ging unerwartet etwas irgendwie 12 Minuten länger als normal. Deswegen war ich ganz froh, dass ich es ein bisschen später aufgenommen habe. Es ist einfach so wahnsinnig gut, es ist so cineastisch, es ist so gut geschrieben, gedreht und man sieht auch den Production Value dort an. Es ist eine Augenweide auf einem großen UHD-Fernseher mit HDR und so. Wahnsinn. Und die letzte Folge hat so reingehauen. Das ist echt krass. Ja, ich freue mich natürlich, die haben angekündigt, dass es noch eine zweite Staffel geben wird. Freue ich mich total drauf. Also das ist so... Bei mir ist es halt so, die Herr-der-Ringe-Serie, die lag bei mir jetzt, speziell jetzt aktuellen Stand, liegt die bei mir ganz oben im Regal und die Game of Thrones ja ein bisschen ein Regal tiefer, würde ich sagen, weil da sind mir einfach manche Sachen zu komisch, abgefahren, weird, eklig und so. Das, während Herr-der-Ringe ist einfach pures Kino, das ist einfach, wahnsinnig. Die Bilder, die Musik, die Darsteller, das Drehbuch, einfach Wahnsinn. Deswegen, ich kann es nur jedem empfehlen, der Amazon Prime hat, checkt die Herr der Ringe-Serie aus. Das ist der Wahnsinn. Ja. Okay, dann sind wir jetzt schon durch und aus dem Spoiler-Talk können wir ja wieder rausgehen hier. Achtung, Spoiler-Warnung. Und gleich rüber in die Games. Games. Super People. Ist das dieses... Warte mal, das habe ich doch sogar. Das habe ich schon gespielt, oder? Das, ja.
Ach ja, genau. Das ist das quasi das Fortnite mit Superhelden-Ding so, ne? Oder so. Ist das naja, das? Nee, nicht ganz. Ja, also, ja aber ich. Das, Super People ist ähnlich wie PUBG, so ja, ein Battle Royale, der allerdings echt Laune macht. Habe ich schon gespielt, ja. Also das fällt mir gerade ein. Stimmt. Ich hatte es irgendwo auf Twitch gesehen, das sah nice aus, habe ich mir das geholt und auch mal so ein paar Runden gespielt. Genau, also es ist ein relativ witziger Shooter. Ich habe jetzt nur gerade während der Sendung hier noch eine Nachricht bekommen, dass dieses Spiel im Hintergrund deinen PC durchscannt, anscheinend um zur Abwehr von Cheatern. Schwierig, muss ich ehrlich sagen. Aber okay, es ist Free-to-Play, das heißt, immer wenn es kostenlos ist, ist man selber die Währung. Aber es ist quasi ein Battle-Royale-Spiel, das die Weiterentwicklung quasi von PUBG oder sowas wäre. Macht Laune, ist cool, weil es verschiedene Waffen gibt, verschiedene Sachen gibt, die man freischalten kann. Und das Matchmaking wirkt bisher auch ganz gut. Deswegen, ich würde es tatsächlich, wenn man da sich registriert hat, und seine Seele mehr oder weniger verkauft hat, so wie es scheint, auf jeden Fall mal reinschauen. Ist jetzt nichts, wo ich glaube, dass es irgendwie das nächste absolute Superspiel wird, in das man unzählige Stunden versenken kann, aber man kann auf jeden Fall einige Stunden darin versenken und sollte da auch relativ viel Spaß mit haben. Ich habe es noch nicht so komplett durchgecheckt, wie und was. Aber ja, mal gucken. Also mir macht es bisher ganz Spaß. Ich habe jetzt heute schon ein bisschen mal reingedattelt, gestern Abend auch noch mal reingeguckt. Deswegen, es wirkt ganz, ganz cool. Super People gibt's bei Steam kostenlos. Ist ja, um vielleicht ein bisschen die Bedenken zu mindern, es ist kein chinesisches Spiel, wie gibt es ja auch manche. Es kommt aus Südkorea. Kommt aus Südkorea, genau. Und was ich so nice fand bei dem Spiel, jetzt fällt es mir nach und nach wieder ein, dass im Gegensatz, Fortnite ist ja immer diese Third-Person-Ansicht, das hasse ich bei Shootern. Und deswegen, da gibt es nämlich auch eine First-Person, also kannst du ganz normal First-Person spielen und ja, diese zusätzlichen Fähigkeiten, die haben, wie gesagt, ich habe es auf Twitch irgendwie mal entdeckt, zufällig, und das sah irgendwie sehr cool aus, die konnten es natürlich auch gut, ne, aber haben dann diese Zusatzfähigkeiten, diese Super-Soldier-Fähigkeiten dann gut eingesetzt und ja, sieht nice aus, ja, das ist eins von denen, wo ich auch immer mal reingucke und mal reinspiele. Okay. Dann sind wir ja schon bei den Musiktipps, wenn ich das hier so richtig sehe. Musiktipps, hier. Music. So, packe ich gleich live in der Sendung quasi auf unsere Kinocast-Songs-Playliste, die ihr abonnieren könnt auf Spotify. Kate, was ist dein Song für heute? Mein Song für heute ist, einfach weil es einer meiner liebsten Lieblingssongs ist und mir ganz viel bedeutet, ist Theory of a Dead Man in the Middle. So, ist jetzt in dem Moment ist es drauf. Chris, was nimmst du? Ich habe die neue Single vom neuen Album, was bald erscheinen wird, von Blink-182, und zwar Edging. Kann ich jedem nur empfehlen. Nice, sehr, nice. Sehr geil. Ja. Achtung, das ist explicit, wenn ich das draufpacke. Wenn ihr noch nicht 16 seid. Ja, ich möchte explizit, dass du das draufpackst. Ja, dann. Wenn ihr noch nicht 16 seid, dürft ihr das nicht anhören, müsst ihr skippen. Dann. Wie so vieles. Dann dürft ihr diesen Podcast nicht hören, weil irgendjemand sagt immer was Böses wie Penis oder so. Du sagst immer Penis. Jetzt hast du es auch gesagt. Stimmt. Soll ich es jetzt auch noch sagen, damit wir es alle drei gesagt haben? Kate, sag doch mal Penis. Penis. Gibt's auch, denn den 18er-Tag gibt es auch, wenn man flucht, also wenn die Händeficker Scheißdreck sagt. Du hättest auch ein anderes umgangssprachliches Wort dafür sagen können. Schniedelwutz. Okay. Ich habe jetzt gerade geschaut, was ich heute auf meiner Playlist hatte, bevor ich sie dann pausiert habe, also bei meinem Lauf. Und das war der letzte Song, der da drauf war, von ASP. Werben heißt der Song. Und den packe ich einfach mal drauf. Und so, jetzt ist der auch drauf. Alle drauf auf unserer Spotify Kinocast Songs Playliste. So, dann bin ich mal gespannt, was uns morgen in der Sneak Preview erwartet. Puh, ja, hoffentlich nicht wieder so ein 2,5-Stunden-Brett hier. Ich hätte gern mal einen kurzen, locker flockigen Actionfilm oder so, einen 90-Minüter oder Komödie.
Hätte ich gern, Chris. Kannst du, das, so, kannst du was auch. Machen? Ich gucke mal, was ich machen kann. Ich kann nicht versprechen, aber... Das reicht mir schon, die Aussage. Alles klar. An euch vielen Dank fürs Mitmachen. An alle, die zuhören, danke fürs Zuhören. Und natürlich alle, die uns auf diversen Plattformen unterstützen, Patreon oder die bei Auphonic immer mal ein bisschen was über den Zaun werfen. Ihr seid die wahren Helden. Genau, ihr seid die Helden. Heroes hatte ich heute auch von David Bowie. Das haben wir schon auf der Playlist. Genau. Vielen Dank dafür. Ihr könnt natürlich auch den Podcast nicht monetär unterstützen. Also wenn ihr nicht Geld spenden wollt oder könnt, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr das weitererzählt, dass es den Kinopodcast gibt und gerne auch, jetzt mittlerweile dürfte ja jeder wissen, was ein Podcast ist und wie das geht, also müsst ihr einfach nur mal so den Namen droppen oder so im freundesbekannten Kollegenkreis und einfach mal sagen, hier gibt es ja neue Kinofilme besprochen und Serien, hört da mal rein und da wird man es auch freuen. Natürlich auch, wenn ihr das auf Twitter, Facebook und sonst wo überall auf BeReal, auf Instagram, sonst wo unsere Postings teilt. Das hilft uns auch. Danke YouPorn. Dafür. Auf YouPorn, genau. X-Hamster, was nicht alles gibt. Okay, dann bis bald. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss. Der Kinocast.